das war das eigentliche Videomaterial. Und das dachte sich so, nö. Also, es war alles drin. Ich musste eigentlich nur noch die paar Sprachmemos rüberschicken, damit es dann endlich fertig abspeichern hätte können. Und ich habe es als eine unfertige Datei abgespeichert. Und das andere Mal, wo ich es ausprobiert habe, hat es auch problemlos geklappt. Aber jetzt natürlich kannst du auf einmal keine Dateien widerrufen. Ich habe es von meinem Handy gelöscht. Ich habe es vom Rechner gelöscht, weil ich gemerkt habe, er hatte langsam Probleme beim Laden. Und ja, also, es tut mir leid. Ich werde es dann halt auch, also es wird dann jetzt das Vorspann von dem Ersatz Basic Color Gedöns kommen. Aber einfach als kleine Erklärung und Rechtfertigung, warum ich Technik hasse. Es passiert einfach so oft im letzten Drücker Scheiße, dass ich einfach noch das Kotzen kriege damit. Aber ja. Deswegen jetzt das andere Motiv. Mit dir einfach mal Bescheid wirst. Ich hoffe, ich schaffe es nächsten Montag. Ich habe mich so gefreut, dass der Rechner auf einmal wieder funktioniert, nachdem er abgekackt ist. Dann kommt das. Ich liebe Technik ernsthaft. Och, einfach alles niederbrennen. Erklären ist zumindest in meiner Meinung nach unglaublich schwer. Das ist wirklich am besten, wenn man dann hier. So, Take Nummer 112 oder so ähnlich. Ich weiß gerade echt nicht, wie oft ich diesen Mist schon aufgenommen habe, aber irgendwie ist dauernd irgendwas anderes. Ich will es doch nur endlich fertig abspeichern, bevor ich los muss zur Arbeit. Oh. Also, meine kleinen drei goldenen Regeln. Also. Entschuldigung. Mir persönlich ist ein weicher Übergang sehr wichtig. Deswegen habe ich halt auch immer sehr viele Stifte um mich rumliegen, wegen den nicht allzu großen Abstufungen. Wobei es dann halt, also an sich arbeite ich immer mit denselben Tönen, nur wenn jetzt ein härterer Übergang ist, damit es zum Beispiel metalliger aussieht, dann nehme ich zwar immer noch diese Farbvielfalt, also dieselben Anzahl an Stiften, allerdings sind dann die Übergänge sehr klein gehalten, sodass es dann von normal betrachtet oder weiter weg betrachtet, wie ein relativ harter Übergang aussieht, damit dieses Material besser optisch eingefangen wird. Wodurch wir auch gleich zu Punkt 2 kommen, Farbvielfalt. Außer ein, zwei Stoffen fallen mir echt keine ein, die nur schwarz-weiß sind. Also weißer Stoff, der grauen Schatten wirft. Die Perle zum Beispiel, die ist ja auch eigentlich weiß, aber die wirft so pastellfarbenen Regenbogen-Schatten. Also nicht direkt Schatten, sondern das sind ihre Oberflächenschatten. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Bei Edelstein bin ich zum Beispiel auch mutiger, was so die Farbpalette angeht. Da nehme ich zum Beispiel bei Roten auch sehr gern Pink so als Highlight. Während bei Grün ich dann den Copic-Ton nehme, der stark ins Gelbliche geht. Wo du zwar noch ein bisschen grün siehst, aber doch mehr ins Gelbliche scheinbar geht. Und so ist es halt. Zum Beispiel Haut ist auch nicht immer gleich. Und der meistverbreitetste Typ hat rosa Töne. Es gibt auch ein paar, die ein bisschen orange-lastige Töne haben. Und dann natürlich gebräunte Haut. Und da gibt es dann wieder verschiedene Abstufungen. Wie bei ihr zum Beispiel. Sie hat eine gebräunte Haut, aber es ist sozusagen das Anfangsstadium. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und dann, was so das Wichtigste ist, und wenn jetzt zum Beispiel zuerst versucht, in Geometrie zu denken, sage ich jetzt mal. Weil ein Gesicht ist nicht nur platt, es ist auch kein Quadrat. Quadratisch praktisch gut ist da nicht. Das hat verschiedene Dellen und Erhebungen und Rundungen und ja.
So ist zum Beispiel die Augenhöhle zu. Und dann gehe ich noch mit eigentlich immer. Es wird gerade kein Licht, weil das ein, wo es nicht so ist. Immer dunkel. Und die Nase sticht dann wiederum hervor. Finde ich immer so ein relativ. Weil sie halt immer eine Erhöhung ist und dadurch kriegt sie besseres Licht ab im Prinzip. Und falls sich jemand fragt, warum ich die Nase. Ja, der Rest ist relativ eben. Lippen ignoriere ich zugegeben, heißt. Dadurch kann ich da jetzt auch nichts sagen. Naja, und dann halt bei den Weibern Bubis, Schlüssel, den Kern, sehr gern gezeichnet Muskeln, wobei nicht jeder Muskeln hat. Und das ist auch nicht schlimm. Es ist halt nur so, das Wichtigste, was man letztlich am Anfang gern muss irgendwo, ist, dass man versucht, jedes Objekt im besten in geometrische Form zu unterteilen, damit man es leicht hat beim Color. Wenn du dir sagst, dass der runde Fleck ist, jetzt zum Beispiel weiter oben, den muss ich heller machen, ist das leichter, als wenn dir irgendeine krass strukturierte Form erstmal aussuchst, so versuchst nachzumachen. Versucht euch das schematisch so einfach zu halten und dann langsam immer die Jacke zu kommen. Weil gleich detailliert, es überfordert euch, dadurch werdet ihr da wieder angepisst, weil es halt nicht klappt. Tja, braucht keiner. Kollern ist was Tolles. Es ist eine Wissenschaft, aber es ist eine schöne Wissenschaft. Und seid einfach nur mutig bei der Farbwahl und traut euch Kontraste. Es kann manchmal solche Kleinigkeiten so viel ausmachen. Deswegen arbeite ich ja mit Buntis immer Schatten nach, weil ich finde, so, wenn du so ein bisschen lila zum Beispiel am Ende nachgibst, das hat noch nur so einen schönen, kleinen, aber feinen Effekt. Fehler sie so hart triggert, dass es ihnen die Freude raubt und das möchte ich nicht. Bitte erlaubt euch Fehler. Wir sind alle nur Menschen. Das macht uns Menschen aus. Ich wollte noch einen kleinen Lifehack, wenn man es so nennen kann, mit euch teilen. Ich denke mal, jeder Künstler kennt das, dass einfach mal der Schreibtisch gefühlt auf 1 Zentimeter zusammenschrumpft, wenn man anfängt, irgendwas zu colorn. Und jedenfalls behaltet euch dafür diese Obstschalen am besten auf. Hier, passen einfach genau rein. Du hast noch so ein bisschen Griffigkeit, damit du locker greifen kannst. Ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und da passen noch gut grob geraten, keine Ahnung, 30, 40 kannst du da reinknallen, wenn du weißt, du brauchst die Farbkombi bald wieder, wie zum Beispiel Haut. Das ist optimal. Kannst du ihn anstellen, hast es nicht weit weg, aber hast auch wieder mehr Platz. Total cool. Ja, es ist jetzt kein krasser Lifehack, aber ich habe das nur mal durch Zufall gefunden und war dann irgendwie schon total happy, dass ich so ein paar Zentimeter so sparen kann. Bitches. Ja. Ich weiß ja nicht, wie ihr beim Colorn vorgeht, aber ich arbeite immer von hell nach dunkel. Dadurch sind dann halt immer rot und schwarz, je nach Laune, was zuletzt kommt, immer meine letzten Töne. An sich ist ja rot jetzt nicht dunkel, außer du nimmst Weihrot, aber dann würde ich das auch eher nehmen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht,
dass die hellen Rottöne besonders gern sich wieder anlösen und dann mitschmieren. Und da ja Rot eine relativ, sagen wir, aggressive Farbe ist, mache ich es lieber so, dass ich das so ziemlich mit als letztes Color. Und Schwarz fast dasselbe Spiel. Und das hat den positiven Nachteil bei Schwarz, egal wie viel du rüber gemalt hast bei den anderen Sachen, es verdeckt alles. Außer du hast es aus Versehen bei der Lichtquelle geschafft und ja, das wäre kacke in diesem Fall, aber passiert ja nicht so oft. Ja, aber Lichtquelle. Lass mich mal ein bisschen Fernbedienung darüber. Ich persönlich habe in den seltensten Fällen bis eigentlich fast nie ein direktes Bild im Kopf. Ich kratze vor mich hin, color dann vor mich hin und gucke, was passiert. Meistens habe ich aber auch schon bemerkt, nehme ich das Licht dann immer von der Seite, wo der meiste Körper zugewandt ist, weil es irgendwo immer idyllischer und schöner aussieht. Wenn man jetzt eine dramatische, das hört sich falsch an, aber ich komme auf kein anderes Wort, Szene machen will, finde ich es dann wieder geeigneter, wenn man dann extra das Licht von da nimmt, wo dann der meiste Schatten fällt. Ach, ich mag gern Schatten. Ich mag halt auch ganz gern Kontraste. Was unter anderem deswegen zu tun hat, wie man hier sieht, dass ich sehr gern bunt arbeite. Sehr bunt. Eine Farbe fehlt nämlich bei ihr noch, nämlich schwarz, aber das würde ihr jetzt nicht bunt fallen, nämlich lila. Sie hat von schwarz zu lila wechselnde, nein, also ein Farbverlauf in den Haaren. Und ja, eigentlich, ich weiß nicht, ich finde immer, rot und lila beißt sich relativ schnell. Allerdings habe ich irgendwie schon immer bei ihr, dass ich rot da reinknalle. Meistens aber dann halt entweder nur eine große Fläche oder mehrere kleine. Ja, in diesem Fall ist es beides. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich arbeite bei ihr sehr, sehr bunt. Was vermutlich auch unter anderem damit zu tun hat, dass sie ein Knallfrosch ist, charakterlich. Also, ich kann sie nicht liebzeichnen, weil das würde nicht zu ihr passen. Sie ist eine Großfresse, die auch nackt rumlaufen würde, aber so ein bisschen Anstand hat und deswegen in Kleidung schlüpft. Weil ich verpasse ihr immer diese Leggings, die man hier unten sieht. Da. Die habe ich auch schon bei ihrem ersten Outfit. Das ist das zweite. Nachdem es in der Rasse, ist halt ein Rassen-Usti, mein erster Rassen-Usti wohlgemerkt, ein Upgrade gab, wo man sich Fähigkeiten schnappt, die man dann halt später bei Quests einsetzt. Also, okay, die hat jetzt lange genug das andere getragen, jetzt gibst du ihr was anderes. Und da ich dann natürlich die Waffenkunst unter anderem genommen habe für sie, muss das dann doch schon etwas Cooles und doch auch funktionstechnisch nicht allzu lästiges sein. Und das sind nun mal Leggings am besten. Die halten relativ warm, aber man kann damit auch in wärmen Gegenden rumlaufen, ohne zu zerschmelzen. Und halt, wenn es frischer wird, hast du auch ein bisschen geschützt, aber halt nur ein bisschen. Jetzt nichts Krasses. Und nochmal ein paar Worte zu den Haaren. Wie ihr seht, gehe ich da mit recht wilden Strichen zur Rande. Was aber darin findet, ich finde, es fängt so am besten die Haarstruktur ein. Wir haben nun mal tausende, Millionen hauchfeiner Strähnen auf dem Kopf, die zusammen unsere matte Schrägstrich Frisur ergeben. Und die sind halt nicht allglatt, sondern sie liegen übereinander, nebeneinander. In Bewegung stoßen sie sich zum Teil gegenseitig ab. Und um das wieder aufzufangen, mache ich diese, sagen wir mal, Rubik Color. Oder ziehe ich diese Striche so wild, fast schon unkontrolliert, dass ich das öfter an rübermale, zugegeben. Bei Tauschen oder Commission achte ich da schon mehr drauf, aber wenn ich für mich kritze, dann retten bunt ist das alles. Und ja, habt keine Angst davor. Man kann alles retten.
Ich finde es irgendwo wichtiger, man lernt zu improvisieren, statt Perfektionismus auszuleben, weil ich eher erlebe, wie dann die Künstler einfach keine Lust mehr haben, weil sie sich selbst zu Tode perfektioniert haben und jeder kleinste Fehler sie so hart triggert, dass es ihnen die Freude raubt. Und das möchte ich nicht. Bitte erlaubt euch Fehler. Wir sind alle nur Menschen. Das macht uns Menschen aus, sonst wären wir Maschinen. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... ist immer noch echt eine Überwindung zu reden vor der Kamera. Egal. Was ich gerade mache, ist die Nachbearbeitung mit Buntis, und ich finde das immer noch einen sehr wichtigen Schritt, weil letztlich haben nun mal die Stifte eine gewisse Dicke, die du nicht unterbinden kannst, sage ich jetzt mal. Oder wenn, dann schaffst du schon hauchfeine Linien, aber dann darfst du eigentlich fast gar keinen Druck ausüben, und der Stift muss so ziemlich mit der Spitze übers Papier schweben, und dafür habe ich ehrlich gesagt nicht die Nerven. Also wirklich meine, ich weiß nicht, wie Elma das macht bei ihren Kakaos, aber meinen tiefsten Respekt dafür. Und ja. Der Grund, warum ich letztlich mit bunten Lines anfing, war, weil ich bei meinen Haaren so ein bisschen unzufrieden war. Ich fand immer, sie wirkten zu, naja, perfekt. Mehr oder minder. Halt, weil egal wie gut du deinen Zopf machst, zumindest ist es bei mir immer so, dauernd sind irgendwelche scheißverfickten Strähnen draußen und nerven einen in der Fresse. Und auch mit die Midlines, man sieht es irgendwo am Ende halt immer, dass es dann meistens zum Beispiel nur ein Farbton ist, auch wenn ich das gerade mit Buntis mache. Aber ich finde immer, es fehlt immer so ein bisschen das Leben dann farblich gesehen in den Strähnen, wenn du die gleich mitlinest. Und daher habe ich dann mal bunte Lines ausprobiert, und da kann man halt wunderbar nachträglich den entsprechenden Ton zum einen mit Buntstiften nachfahren. Und was das Wichtigste für mich ist, ich kann so wunderbar, ohne dass es krass ins Auge fällt oder stört oder hast du nicht gesehen, mit Buntstift noch ein paar lose Strähnen reinzeichnen, was es für mich wieder so ein bisschen lebendiger macht. Ja, also so mein Color-Ziel, zugegeben bisher mein einziges Color-Ziel jetzt erstmal noch, ist es, colortechnisch halt auch wirklich möglichst alle Strukturen lebensecht darzustellen. Seine Schuppen, Baum, verschiedene Holztypen. Ich meine, nicht jede Rinde ist gleich. Oder eben verschiedene Stoffe. Da gibt es ja auch so viele verschiedene Sachen, sei es jetzt Pailletten oder so. Und das ist noch so das Einzige, wo ich sage, das will ich noch rauskitzeln. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt mit meinem Color zufrieden. Ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt. Ah, sorry. Aber es ist halt so noch das Einzige, was ich rausholen will. Vor allen Dingen, wenn man verschiedene Stoffe nimmt, kann man so ja auch ein Design detailliert machen, weil es ist halt nicht immer gleich. Versteht man, was ich meine? Ich meine, es macht nun mal einen optischen Unterschied und somit auch Details aus, ob du zum Beispiel ein Stück mit Pailletten versetzt oder alles nur, sagen wir mal, Leder ist. Ich finde das mega faszinierend.
gerade jetzt dadurch, dass ich mit Cosplay angefangen habe, rückt das für mich immer mehr in den Vordergrund. Und ja. Eine neue Nachricht. Egal, gut, ich schon. Sorry. Ich weiß, es gibt auch Künstler, die ganz auf Bundis verzichten, weil sie sagen, ach, das reicht schon so, ich hole genug Tiefe mit denen raus. Es kann ja für sie reichen, aber für mich persönlich reicht das nicht. Ich finde immer, man kann damit auch wunderbar so den letzten Rest rauskitzeln. Sei es bei Haaren oder zum Beispiel noch Reißverschluss, wo ich gleich noch nachgehen werde, weil so ein kleines Detail noch fehlt. Und ja, ich finde es. Für mich persönlich sind Bundis noch ein wichtiger Bestandteil der Collar. Auch unter anderem, weil ich bei den bunten Lines deutlich öfter übertrete als bei den schwarzen. Ja, ich glaube, das ist auch aufgefallen, auch wenn ich Abstand zum Bild hatte, also die Kamera weiter oben lag und jetzt nicht direkt darüber. Ich glaube, das ist trotzdem aufgefallen, dass ich da so ein bisschen schmiere. Und mit den Bundis kann ich es halt wieder rausholen. Wenn man halt sehr sauber und wirklich dünn mit Copics zeichnen kann, dann denke ich mal, braucht man es auch nicht mehr. Aber ich habe diesen Trick noch nicht rausbekommen. Ich brauche meine Bundis noch. Und ich habe nichts dagegen. Bundis sind was Tolles. Ich bewundere ja alle, die damit nur collern. Also auch zum Beispiel A3. Ich meine, ich schaffe es gerade so, meine Laune aufrechtzuerhalten, dass ich den Charakter auf A3 Full Body. Aber ich muss zugeben, danach habe ich dann auch keinen Bock mehr. Also wirklich meinen tiefsten Respekt. Oder auch A4 mit Hintergrund. Ich muss allgemein Hintergründe üben, fällt mir immer mehr auf. Wenn überhaupt, mache ich nur einen schlichten. Wow. Ja, das ist da noch die Sachen von Mangos, die ich bei mir selbst beheben will. Habt ihr selbst im Color-Technischen noch Sachen, wo ihr sagt, da muss ich unbedingt dran arbeiten? Ich habe ja meine gerade gesagt. Ich glaube, das war's. Ich habe halt leider echt beim Collern keine so krassen Regeln, Vorgehensweise. Es ist bei mir alles so Gefühlssache und halt eben durch Erfahrung werden dann wieder Macken geboren, sage ich mal. Hier, das ist zum Beispiel auch, dass ich mir angewöhnt habe, auch bei Federn nochmal so ein Haar ausgefranste zu machen, weil solange die nicht mit irgendwas fixiert sind, zum Beispiel Haarlack oder so, dann fransen die nun mal auch. Und bei ihr sind die ja fast immer in Bewegung, weil die Federn, die Flügel zum einen so ein kleines Eigenleben haben und sie die halt auch zum Springen mitnutzt, also dass sie da höher kommt und allgemein halt unterstützend Balanceausgleich, wenn sie gerade so ein bisschen wackelt, dann müssen die Flügel mithelfen und so weiter. Ist so eine kleine süße Macke bei ihr, finde ich. Das ist so eigentlich so ziemlich das einzig Süße bei ihr. Und auch wenn sie eigentlich voll das Haut drauf Mädchen ist, hat sie relativ viel Pink, fällt mir gerade ein. Ich meine, gut, zum einen ist es dem Edelstein geschuldet, Rosenquarz. Auch wenn ich da noch meine Color-Methode finden muss, wie das wirklich überzeugend als Rosenquarz rüberkommt. Aber ja. Und was ich beim Reißverschluss meinte. Man hat ja jetzt nicht wie hier, du hast ja im Prinzip 1000 kleine Zähnchen, je nach Länge. Ja. Mein Schwarz geht immer so schnell, Alter, da muss ich meistens nochmal mit einem weißen, mit einem Buntstift kleine Lücken nacharbeiten. So ein bisschen nervig, muss ich ja zugeben. So. Ja, sofern ich nichts übersehen habe. Du hast ja im Prinzip 1000 kleine Zähnchen, die sich so aneinanderreihen und dadurch ein Gebilde gehen. Und was ich jetzt eigentlich nur noch mache, ist die, ich sag jetzt mal, Ritzen zwischen den kleinen Zähnchen mit einem Buntstift einzeichnen. Das hat meiner Meinung nach echt einen großen Effekt. Und dann nochmal am Ende nochmal ein bisschen Schatten überall nachmachen, weil so sind sie gerade alle ein bisschen
zu platt, mehr oder minder. Ich sag halt immer platt, wenn mir sagt, mir fehlt collartechnisch noch so eine Würze. Ich bin bei den Collern echt eine Bitch, muss ich sagen. Also ich bin da sehr wählerisch, was Tauschen belangt. Und unter anderem tausche ich auch weniger, weil ich einfach echt länger brauche. Vor allen Dingen, weil die meistens halt die meisten kleine Formate haben wollen und mir fand die halt persönlich sehr, sehr schwer. Ich würde lieber A4 nehmen, aber das machen halt nur weniger. Oder wenn, dann ist mir die Collar nicht gut genug und ich bin da, wie gesagt, so eine kleine Bitch. Naja, shame on me. Okay, ich werde jetzt nochmal ein bisschen bei der Haut nachgehen und dann nochmal ein paar Abschlussworte. Damit wäre sie fertig. Nochmal eine kleine Nahaufnahme. Ich liebe Haare colored. Außer Farbverlauf. Farbverlauf ist kacke. Meine kleine Scars. Ich mag sie so sehr. Man merkt das gar nicht, dass ich sie mit am meisten gezeichnet habe. Aber egal. Ja, damit wäre sie fertig. Zumindest der zweite Anlauf. Wie ihr dank den Anfang wisst. Ich glaube, ich habe mich genug aufgeregt. Ah ja. Ich hoffe, es hat unterhalten, gefallen, vielleicht sogar irgendwie gelehrt, belehrt, neue Wege aufgewiesen. Das ist auf jeden Fall meine Collar-Technik. Zu 90% nach Gefühl und die restlichen 10% sind Erfahrung. Es ist wirklich, ich denke nicht wirklich drüber nach. Es ist zum Teil auch halt Gewohnheit, wie ich vorgehe. Aber ja, es ist eine schöne Gewohnheit für dich. Aber auf jeden Fall, was ich so allgemein finde, was ich allgemein sagen kann, traut euch Kontraste. Sie können euren Bild so viel auf einmal einhauchen, wenn ihr nur so ein bisschen mehr Schatten macht. Das ist Magie. Ich liebe diese Magie. Magie für alle. Ja, bei den Bändern habe ich eigentlich ein bisschen zu dunkel, muss ich schon sagen. Für Stoff ist es eigentlich schon wieder zu viel Schatten, aber ich mag's. Dann hat sie halt sowas wie flüssiges Gold. Warum auch? Oder wie auch immer. Was weiß ich. Und nein, ich habe keine Ahnung, warum es sich am Finger leckt. Es sollte eigentlich zuerst so aussehen, dass sie diese Call-Me-Handpose macht, aber es wurde irgendwas anderes. Was weiß ich. Meine Bilder sind immer Unfälle. Liebevolle Unfälle, aber Unfälle. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr es findet. Macht und zeichnet das, worauf ihr Bock habt. Ich danke für jeden Klick. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich habe euch irgendwo fast schon wieder lieb. Zumindest für jeden, der dem Video eine Chance gibt. Alle anderen sollen verbrennen. Vielleicht. Eventuell. Auf jeden Fall. Den nächsten Part mit Effekten versuche ich dann in circa 2 Wochen rauszubringen. Ich muss dann gucken, wie ich frei habe. Und ja, eigentlich sollte das Video schon lange draußen sein, aber das Leben denkt sich halt so. Jo. Auf jeden Fall. Man sieht sich. Was kommt besser? Keine Ahnung, es ist beides merkwürdig. Ihr könnt ja, wenn ihr meine Charaktere kennt, einen Wunsch dann lassen, wessen Magie ich in Action zeigen soll. Oder wessen Charakterdesign ihr so toll findet. Ich meine, für Effekte kann ich auch einfach eine zweite Lichtquelle hinknallen. Da muss es keine Magie sein, aber
Eigentlich sind alle magisch bei mir. Egal. Ich rede schon wieder zu viel. Das Video ist lang genug. Es tut mir leid, aber ich werde es nicht noch weiter runterwirtschaften, weil Kollern dauert nun mal und man soll es ja irgendwo noch nachvollziehen können, trotz Raffen. Man hört sich die Wochen. Auf jeden Fall noch schönen Tag und...